Oh, so, YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Geotastic. Wir machen eine kleine Dreierrunde und wollen 18.000 Punkte kriegen. Die Schmach vom letzten Mal liegt schwer auf unseren Schultern und muss wieder gut gemacht werden. Wir lassen uns unendlich viel Zeit, wobei unendlich viel Zeit heißt, nach einer Stunde gebe ich durchaus auf, wenn Indonesien kommt. Es kommt auch immer drauf an, was man schon für Hinweise hat. Es gibt so Orte, so wie das in Indonesien beim letzten Mal, wo man einfach merkt, das wird nichts. Nicht? Und dann, klar, man kann unendlich lang suchen, aber wie viele Folgen soll ich machen, bis ich es finde? Das ist halt auch Quatsch. Deswegen, wenn es so nach einer Stunde nicht mal einen ansatzweise Hinweis gibt, dann würde ich auch sagen, gibt man einfach auf. Und das haben wir beim letzten Mal leider tun müssen. Indonesien hat uns geschlagen, aber wir werden zurückschlagen, vielleicht in dieser Folge. Und deswegen startet Runde 1. Wo geht's jetzt hin? Oh ja, das ist gut. Nigeria. Haben wir ein Follow-Car? Ah, dann könnte es sogar Ghana oder so oder Senegal sein. Ups. Irgendwo hier vielleicht. Wenn die noch Orange als Anbieter hätten, wäre das richtig gut. Oder eine Flagge oder sowas. Kenia würde ich auf jeden Fall ausschließen. Und Nigeria hätten wir eigentlich im Follow-Car vom Auto. Also da wäre eine Polizei hinter uns. Haute Parleur, okay. Aouana. Senegal würde ich dazu sagen. Ehemalige französische Kolonien, nicht wahr? Ja, die Häuser passen auch. Das ist natürlich eine sehr gute Straße. Was ist ein Follow-Car? Bedeutet, wenn hinter dir die ganze Zeit ein Polizeiauto fahren muss, weil sonst das Google-Auto geklaut wird. Das nennt man Follow-Car. Google hat da extra in gewissen Ländern Autos, die dann die ganze Zeit sie begleiten. Security oder Polizei, meistens Polizei. Und dann, das ist so ein Hinweis, den ich mir merken konnte, weil er irgendwie sehr eindeutig für Nigeria spricht. Und hier ist halt Französisch und Senegal hieß durchaus Französisch. Und dann werden wir hier was finden. Es sieht fast so aus wie die Stadt, wo wir beim letzten Mal waren. Und da waren wir in Luga. Wenn wir Glück haben, finden wir wieder einen Laden mit einer Adresse. Und dann sind wir glücklich. Da müssen wir nur die Adresse lesen lernen. Wobei das hier ja Französisch ist. Von daher geht das in den meisten Fällen ganz gut noch. Du Scheiße. Okay, hier hat es auf jeden Fall gebrannt. Oder Schlimmeres. Eieieiei. Okay. Krass. Wow. Mbur Automobil. Vakur Samurtala. Klingt jetzt noch nicht. Mbacke wäre zum Beispiel so ein Ort, wo man landen könnte. Okay, hier hat ziemlich viel gebrannt. Kann das sein? Ist vielleicht auch nicht so die beste Gegend. Hoffentlich kein Indonesien. Deine Hoffnung wurde zumindest für die erste Runde bestätigt. Also, irgendwie haben wir auf jeden Fall eine sehr trostlose Gegend erwischt, oder? Also, war das schon schwierig. Und da kommen wir aber sofort zum KFC, natürlich. Mbur sind wir. Mbur. Mpai. Mbur.
Also ich gehe mal von aus, dass es Mbur ist. Thies wäre noch so ein Name. Mboro. Mbur. Mbacke. Mbangje. Balu. Balu der Bär. Wie ging das Lied nochmal? Dum 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 dum. Balu und seine Crew. Nicht verwechseln, Gambia ist da mittendrin. Weil Gambia hat, glaube ich, keine Abdeckung. Muss man rausschneiden aus seinen Gedanken. Ein Park ist hier unten. Okay, sehe ich noch nicht. Vielleicht brauchen wir hier doch noch ein bisschen mehr Eingrenzung. Mbune. Vielleicht ist es auch nur ein Stadtteil. Oh, das könnte sein, dass Mbur ein Stadtteil ist. Da habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Was will man mit einem Google Car? Naja, also ich sag mal so, wenn du so ein Auto fährst und hier fährt ein 20.000 Euro Google Auto, dann grüner Stern, nicht? Also Senegal, der Mbur. Okay, also Mbur ist auf jeden Fall, wir sind in Mbur. Vor der Gendarmerie beim KFC. Das heißt, eigentlich müssen wir nicht mehr machen. Wir müssen jetzt einfach das Land abgehen und Mbur finden. Das sollte doch machbar sein. Ich lehne mich mal zurück. Oh, ein bisschen entspannen am Wochenende. Wie weit geht bis hier ran, nicht? Okay. Saint Louis. Richard Toll. Und ihr könnt davon ausgehen, dass Mbur da ist, wo ich als letztes hingehen werde. Mbune. Weil ich einfach so ein Talent dafür habe, zu 100% an die falschen Stellen zu gehen. Und hier ist es eigentlich schon zu grün, nicht? Hier ist zu feucht, würde ich fast sagen. Und Mbur, ich denke mal, das müsste in dieser Zoom-Stufe sichtbar sein. Mpak. Aber wenn es noch eine tiefer ist, haben wir ein Problem, weil dann wird es echt problematisch. Ich meine, Kafrin sieht man ja auch. Und also, ich gehe schon mal davon aus, dass wir so eine große Stadt hier haben. Ich meine, sie hat eine Gendarmerie. Mbur, da haben wir's. Und wir stehen beim KFC. Chicken. Und vor der Gendarmerie. Unsere Straße geht Nord-Süd, also sind wir irgendwo hier. Barry. Call Barry, 911. Hier sind wir schon draußen. Ich sehe das KFC nicht mehr. Gut, vielleicht wurde es abgefackelt. Kein KFC. Interessant. Sehen wir die Gendarmerie. Gendarmerie, hier. Dann ist hier das KFC mal drin gewesen. Kanal-Einkaufszentrum. Jetzt heißt es, früher hieß es Auchan. Auchan, da. Okay, hier sind wir und die Straße sind wir reingefahren. So. Jetzt wird's spannend. Wie sind wir gefahren? Die ganze Zeit nach Westen, nicht? Bin ich einmal abgebogen? Ich glaube nicht, so weit wie es ging.
bin ich einfach nach Westen gefahren und kam auf die große Straße, oder? Bin ich einmal abgebogen? Das ist die kaputte hier. Genau, das ist die angezündete. So, hier ist ein Saloon. Sehen wir den? General Jallet. Tja, vielleicht hier. Mostoli. Ist nicht eingezeichnet. Das hier ist ja ein bisschen breiter. Nach Süden. Das könnte die Stelle hier sein. Ist ja echt schwierig einzuschätzen hier. Beziehungsweise, also hier sind ja die ganzen abgebrannten Autos bis hier zu dieser Straße. Das heißt, das hier könnte auch die Ecke sein. Und dann nach Süden ist hier aber nichts. Was haben wir hier? Generale Alimentation. Ja, okay, hier sind wir. Okay, das ist die Stelle. Dann kommt dieser große Platz hier. Der ist breiter, als man denkt, dieser Abstand. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt kommt keine Straße. Jetzt kommt keine Straße. Jetzt kommen keine Straßen. Jetzt kommt erst wieder eine Straße. Ja, ist auch richtig. Sehr lang keine Straße. Und hier starten wir, oder? Nee, nicht ganz. Wir starten... Doch. Doch, genau hier, nicht? War es jetzt richtig? Ich hoffe. Geht ihr mit? Ich zähle nochmal sicherheitshalber. Nach Westen. Eine Straße nach rechts kommt. Sette Sede Nikscho. Das werden wir nicht sehen. Eine Straße nach links kommt dann. Rechts, eine Straße nach links und dann versetzt eine Straße nach rechts. Aber die gibt es nicht, oder was? Die war hier mal. Ist zugemauert anscheinend. Dann kommt ganz lang und dann eine nach rechts. Und hier haben wir noch... Luer bla bla. Okay, der ist auch nicht eingezeichnet. Shit. Nee, hier war ich eben erst, oder? Okay. Wir müssen noch mal von der Ecke aus sehen. Lass mich doch mal fahren. Ich mache jetzt mal Einzelschritte. Weil sonst übersehe ich eine von diesen Sandstraßen und dann stehen wir ganz doof da. So, hier ist die Ecke. Die haben wir auf jeden Fall eindeutig identifiziert. Das ist die hier. Da stehen wir. Wir fahren nach vorne und eine Straße nach rechts und versetzt eine nach links. Eine nach rechts, versetzt eine nach links. Sind wir hier. Oh, das war knapp. So, jetzt kommt wieder eine nach links, versetzt eine nach rechts. Da sind wir hier. Dann kommt eine nach links. Da sind wir hier. So, jetzt kommt lange nichts. Was stimmt sogar?
Dann kommt dieses Haus. Und das habe ich nämlich verwechselt mit dem, wo wir eben waren. Dann sind wir nämlich jetzt erst hier. Und dann fahren wir nämlich noch weiter zum nächsten Haus. Jetzt müsste links eine Straße kommen, die nicht kommt. Und dann kommt eine nach rechts. Okay. Das heißt, da sind wir jetzt hier. Dann kommt wieder eine nach links. Und die ist auch nicht eingezeichnet. Okay, ab hier passt das nicht mehr. Ab dieser Stelle. Also bis hierhin passt es. Und dann verlieren wir es. Weil die nicht mehr kommt. Es könnte aber sein, dass das zum Beispiel die hier nach rechts ist. Und das die nach links erst. Die hier. Dass das die da ist. Was sagt ihr dazu? So, und jetzt kommen wir an die Stelle. Rechts. Das wäre hier. Und dann kommt noch der Baum, nicht? Wir waren hinter dem Baum sogar, oder? Nee. So weit sind wir nicht hinten. Doch, hinter dem Baum. Okay, hinter dem Baum die nächste links. Das heißt hier. Das heißt, wenn wir zwei nach rechts hätten wir in die Richtung nach Osten. Nee, wir sind vor dem Baum. Shit. Wir sind vor dem Baum. Oh, Kacke. Dann sind wir irgendwo hier auf dem Stück. Das heißt, wir kriegen jetzt eine nach links. Ja, kriegen wir. Und jetzt müsste eine nach rechts kommen. Kriegen wir. Jetzt müsste nochmal eine nach rechts kommen. Kriegen wir, aber wir kriegen auch eine nach links. Und wir können noch weiterfahren. Also sind wir... Und wir können noch viel weiterfahren. Jetzt sind wir erst am Ende. Aber hier kann man trotzdem weiterfahren. Okay, das macht mich unglücklich. Ich glaube, wir sind hier gerade. Das Ding, diesen Übersprung, den sieht man nicht. Okay, hier komme ich nicht zurück. Puh. Okay, da wir von hier ausgehen, nach Norden würde... Wir können nicht nach Süden. Okay, Startpunkt. Wir können nicht nach Süden, oder? Doch, wir können nach Süden. Können wir nach Norden? Wir können nicht nach Norden. Macht Sinn. Wir können nach Osten und wir können nach Westen. Ja, eigentlich kann es ja nur die Stelle sein. So, nach Süden müssten wir nur eins weit kommen. Und tun wir nicht. Nach Süden geht's weiter. Ah, guck, das ist dieser kleine Versatz hier. Oh, Mann. Ja, wir kommen auf die Hausecke, kleiner Versatz nach Süden, geht weiter. Und jetzt würden wir in der Sackgasse kommen. Ja, okay. Puh, also sind wir da, Finish. 4 Meter. Wup, wup, wup. Boah, hat länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Aber damit geht's in Runde 2. Saint-Peter Apotheke. Okay. Ohne zu wissen, wo wir sind und ohne weiter zu gucken, sage ich erstmal Jersey. Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich Frankreich oder so. Aber St. Peter ist eigentlich so ein Jersey-Ding. Glernichstraße, Richtung Willen. Schweiz. Okay. St. Peter passt auch auf jeden Fall auf die Schweiz. Aber St. Peter heißt nämlich auch eine Stadt in Dings. Lädeli, aber Bargold, ja gut, das passt besser, nicht? Richtung Willen.
Wo ist denn Willen? Muss irgendwo im deutschsprachigen Teil sein. Ah, hätte so gut gepasst, wenn das St. Peter auf Dings gewesen wäre. Mann, Mann, Mann. Da ist auf jeden Fall Will. Und da ist Zug. Zug will Schwyz. Okay, vielleicht kriegen wir noch eine Straßennummer oder sowas raus. Aber Apotheke war auch schon irgendwie für England ein bisschen sehr komisch, nicht? Davon mal abgesehen. Pro Baby Modellbau. Okay. Wir hinterfragen das nicht. Hier, guckt mal. Gewerbeflächen und Wohnungen, aber die sind alle vermietet, aber zweites OG ist noch frei. 4,5 Zimmer. Zu vermieten. Auch den Laden unten drunter. Da nehmen wir, oder? Gut, Schweiz wahrscheinlich aber teurer als München. So. Oh. Ach Mann. Hier geht's auf jeden Fall zur Autobahn. Die 7. Okay. Autobahn 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo bist du nur geblieben? 1, 2, 4, 7. Da. So nach Gossau. Oh. Gossau, Gossau, Gossau. Ich sehe Kreuzlingen. Was mich, also, nee, das ist 7, ah, nicht die Autobahn, nicht? Das ist die 7 hier. Okay. Gossau, da. Die Autobahn, also die 1. Da geht's hin. Und dann Ecke 16. Also sind wir doch im Will. Okay, passt ja doch ganz gut. Und wir sind am Kreisverkehr, genau. Blango, Blongo. So, jetzt noch den Straßennamen abchecken. Hier. Irgendwas mit San M. Richtung Norden. Nee, der ist zu groß. Es gibt noch kleine Kreisverkehre hier überall. Peterstraße, das würde zur Apotheke passen. Mattstraße? Okay, wir müssen das irgendwie lesen. Aber Richtung Osten ist der zweite Kreisverkehr, nicht? Das könnten schon die beiden hier sein. Dann wären wir auf dem hier. Aber bei uns gibt es ja eine Straße. Nee, bei uns gibt es keine Straße Richtung Norden. So. Oh, die mit ihren Straßennamen alle. Ist das so ein deutsches Ding mit Straßennamen? Da ist eine Unterführung. Richtung Süden. Ja. Da sind wir. Aber ich will trotzdem einen Straßennamen abgeschickt haben in irgendeiner Weise. Nur fürs Gefühl. Ein Parkhaus. Migros. Ist Migros eingezeichnet? Migros ist auch eingezeichnet. Okay, das reicht mir. Wo ist die St. Peter Apotheke? Das ist, die gibt's nicht mehr. Okay. Oder? Die ist Nordosten. Nordosten, ja. Und wir stehen ja da, ne? Ja, Unterführung Bahnstrecke ist auf jeden Fall da gewesen. Hier führt sie vorbei? Nee, hier nicht. Ich bin hier lang gerade, nicht in die Kurfürstenstraße. Okay, warte mal. Wir müssen nach Süden und dann hier nach links. Da ist die Unterführung. Okay.
Die sieht man von hier gar nicht. Da sieht man sie. Okay. Das ist die Straße, die sich da aufsplittet. Und Finish. 0,38 Meter. So geht das. Und damit geht es in Runde 3. Chile, komm. Irgendwas Gutes. Oh ja, Palm schon mal gut. Salute our state service. High speed Internet. LK? LK. Sri Lanka? Nee, LK? LK? Oder stand da TK? LK sagt mir so gar nichts. Naja, ist ja fast Indonesien. LK. Main Street Putuville. Okay, wir wissen schon, wir sind auf der Main Street und in Putuville. Also ich würde ja sagen, wir sind auf Sri Lanka. Aber LK... Oder in Laos. Nochmal gucken, wer hat diese komischen... Ah, in Laos, da sieht man das nicht, nicht? Nee, die haben nicht so die Kreise. Okay, dann sind wir in Sri Lanka, würde ich sagen. Oder ist das Myanmar, Birma? Die haben auch so eine Kreise, irgendwas. Dumping Garage, strictly prohibited offense. Auf jeden Fall schreiben sie Englisch ran. Das ist schon mal gut. Das ist ein mehrsprachiges Land. Das gefällt mir. Dealers in all kinds of building materials, goods, etc. Schön für ihn. Soll er machen. Und sagst auch Sri Lanka? Naja, nicht. Würde ich auch. Die ganze Sache passt eigentlich sehr gut. Central stand ja am Anfang da, nicht Rubu irgendwas. Weil das wird nichts Großes sein. Ja, da ist auch die Flagge von Sri Lanka. Damit ist das abgefrühstückt. Schon mal gut. Main Street hier, Putuville. Dann gucken wir nochmal. Vielleicht sehen wir es ja direkt. Sri Lanka mache ich eigentlich auch ganz gerne, wobei, wenn du hier hinten landest, ist schon ein bisschen scheiße, aber die haben wenigstens den Straßennamen und Nummerierung, selbst für hier hinten. Das ist eigentlich ganz cool. Putuville. Und wir sind an der Main Street. Beach Road, Panama Road. Die hat keinen Namen. Die hat keinen Namen. Main Street. Market Street. Die verläuft Nord-Süd. Ich würde schon fast sagen, das ist die hier. Auch wenn die keinen... Doch, Panama Road. Okay, nee. Central Road. Nee. Die hat hier auch keinen Namen. Vielleicht die hier. Hat sie hier unten Namen? Nee. Das könnte auch noch sein. Die hier.
Das heißt, wenn wir nach Norden fahren, müssten wir entweder ans Wasser kommen oder hängen bleiben. Dann fahren wir mal nach Norden. Hier schlängelt sich auf jeden Fall ein bisschen, ist nicht ganz so gerade. Aber hier sind bestimmt noch ein paar Lehnen eingezeichnet, also selbst an denen können wir uns dann orientieren gleich. Okay, hier geht's auf jeden Fall. Guck mal hier, die haben nämlich auch Straßenschilder und sowas. Wo ist es hin? Hier war eben ein wunderschönes Straßenschild. Irgendwo. Dann war es auf einmal weg. Akaripatu. Okay, ja, wir kommen auf den Kreisverkehr nach Norden. Das sollte man doch sehen. So viel Kreisverkehre kann es ja nicht geben. Ist das hier nicht die Main Street? Clock Tower? Ja, hier sind wir. Das heißt, das ist die Main Road, Panama Road. Warum heißt die denn Main Street? Okay. Und wo kommen wir raus? Auf der Höhe von... Ah, hier ist kein genauer Laden. Rafek? Die Seitenstraßennamen finden wir auch nicht raus, oder? Doch, hier. AVV Road. Das könnte AVV heißen. Und die geht so schräg weg. Das könnten wir hier sein. So. Und bei uns geht eine nach Nordosten ab. Das heißt, wir könnten hier stehen. Nee, Vanyana Road sind wir. Ah, das ist echt cool. Das Problem ist, die Namen stehen nicht auf Google drin. Nein. Zum Glück steht's da, wo wir sind. Dass es die nicht ist. So, hier unten können wir nicht sein. Wir sind beim Clock Tower gewesen eben. Wir können nur auf der Höhe sein, wo ich gerade bin. Nicht? Zwischen den beiden. Wie hieß der hier? Rafek Hotel. Rafek Bakery, ja, okay. Das Bakery, okay. Ja, wir stehen hier. Also der Straßennamen passt einfach nicht. Finish. 1,89 Meter. Und damit haben wir es geschafft. 18.000 Punkte. Wir waren 18 Minuten in Senegal. Wir waren 6 Minuten in der Schweiz. Wir waren 9 Minuten in Sri Lanka. Das war doch eine gute Runde, würde ich sagen. Und wir sehen uns zur nächsten wieder.